Stefan Braun, bin Löschzugführer und Brandoberinspektor der Feuerwehr Hinterrads-Tiefenbach. Wir wurden heute Nachmittag zu einem technischen Hilfevereins gerufen, wo ein Pferd in einen Bach gefallen ist. Da sich die Geländegegebenheiten sehr schwierig gestalten, haben wir dann einen Radlader nachbestellt und eine Tierärztin. Das Problem ist, dass das Pferd schon über eine Stunde im Wasser gelegen hat und durch dieses kalte Wasser natürlich unheimlich Energie daraus gezogen worden ist. So, dann hat er sich schon versucht freizustrampeln von selber. Der war also selber schon von der Muskulatur her einfach K.O. Ja. So, dann haben wir den ja jetzt in Narkose gelegt und da rausgezogen. Und damit da nicht noch die Feuerwehrleute und der Treckerfahrer gefährdet war, hat er relativ viel Narkose bekommen. Das heißt, er muss jetzt erstmal ordentlich wach werden. Das dauerte lange, weil er sehr viel Medikamente bekommen hat. Es ist ein sehr altes Pferd mit der Kälte jetzt dabei. Da kann ja schon mal sein, dass der Stoffwechsel insgesamt ein bisschen langsamer ist und deswegen unheimlich viel Zeit braucht, um überhaupt hochzukommen. Dann wussten wir nicht, sind die Knochen in Ordnung? Hat das Becken gebrochen? Ist was an den Beinen nicht in Ordnung? Da mussten wir jetzt erstmal gucken, ob der überhaupt aufstehen kann. Ne? Also ein ganz großes Problem ist, wenn Tiere in irgendwelchen Bächen liegen, dass sie einfach ratzfatz auskühlen. Die sind ganz schnell unterkühlt und dann halt eben auch vom Energiestatus her, da ist nicht mehr viel. Und dann haben die keine Kraft mehr und Pferde sind halt eben Tiere, die sich sehr gerne sehr schnell aufgeben. Die hören dann irgendwann auf.